Vorgeschmack. So, die Legende ist Mick fucking Jagger. Wir reacten drauf, was uns erwartet, okay? Jedes gute Unterhaltung. Wie bitte? Das Video beginnt orange. Und jedes gute Unterhaltungsvideo braucht gute Musik. Wie gut hat das bitte gepasst? Nicht ins Budget? Oha, ich muss auf meinen Konsum von Pornhub Premium achten. Ich brauche Musik, die so gut ist, dass sogar Leute, die keine Musik hören, diese Musik gut finden. Ich liebe Trimix Zunge. Ich liebe es, wenn er... Ich achte bitte einfach auf seine Zunge. Nein, turn that shit off. Ich heiße doch nicht Trimax oder stinke ich nach Fisch? Hallo, das ist Trimax hier. Die Friseure haben ja schon ewig zu. Hat Mick fucking Jagger nicht was von Musik erwähnt? Das Klavier halt, das stelle ich mir auch Dorian dran vor, wie er dann auf einmal loslegt. Also, da merkt man einfach, der hat einen vollen, Vollschuss, ne? Der hat wirklich, echt eine Vollmeise. Völlig weg. Eins im Chat, wenn ihr denkt, dass Dorian im Hort war. Eins im Chat. Jetzt mal bitte bei den drei Max. Nani? Oh, nah, never. Oh mein Gott! Jetzt mal bitte bei den drei Max. So. Sonntag, 5.7. Ich suche einen Cutter. 6 Stunden Schnittarbeit. Nur positives Feedback. 657 Aufrufe. 86 Likes. 66 Kommentare. Ob Michi es gesehen hat, wenigstens zur Unterhaltung. Na, never. Noni. Stell dir vor, du wirst von deiner Frau finanziell ausgesaugt, fließt in die Türkei, änderst deinen Namen, hast ein schönes, erfülltes Leben und irgendwann slidet Julia Leischig in deine DMs. Stell mal vor, du wirst von deiner Frau finanziell ausgesaugt, fließt in die Türkei, änderst deinen Namen, hast ein schönes, erfülltes Leben und irgendwann slidet Julia Leischek in deine DMs.
Who the fuck is Julia Leischik? Ich wusste es damals nicht. Ich wusste es nicht. Was hast du getan? Oh nein! Oh nein! Oh nein! Wer soll das sein? Verstehe ich nicht. Fluffy einfach. Die aus Vermisst. Ah, jetzt verstehe ich den Witz. Du wirst von deiner Frau finanziell ausgesorgt, flüchtest in die Türkei, änderst deinen Namen und Julia Leischik slidet in deine Tür. Oh, fuck, ey. Scheiße, ey, hab ich einfach Bock. Geil, Fox einfach, ey. Heute ist ein guter Tag, dass ihr macht, was ich sag, ist, was ich an euch mag. Bruder, wer hat denn 20? das ist ganz krass. Das ist ganz krass hier. Also wirklich, das Ding ist ganz, ganz krass. Das Ding ist ganz übel. Was ein geiler Typ, Alter. Er ist sofort sympathisch, ne? Zeit für ein Duell. Mickey beschwört Holger im Verteidigung. Ah, das ist halt geil. Das ist halt geil. Modus. Mickey beendet seinen Zug. Dorian beschwört Truepunkt Dorian im Angriffsmodus. Truepunkt Dorian greift. Das ist halt. Mickey beschwört. Holger kann nichts. Sitzt er neben dem Ofen, kann er auch nichts. Ist jedoch am Schwitzen und kann schlechter ausweichen. Wenn Holger jedoch den Stream übernimmt, kann er bis zu 5000 Gegner auf einmal in Trance versetzen. Schwört Holger im Verteidigungsmodus. Mickey beendet seinen Zug. Dorian. Truepunkt Dorian, Elite. Dorian kann mit seinen musikalischen Fähigkeiten dem Gegner einen Hörsturz versetzen. Ist Luffy in der Umgebung, ist Dorian geschwächt. Wird Dorian jedoch in Kombination mit dem Prime Snap gespielt, kann er heftigen Wellen von Emotes spammen. Beschwört Truepunkt Dorian im Angriffsmodus. Truepunkt Dorian greift mit lustem Kommentar. Holger geht auf den Friedhof. Dorian beendet seinen Zug. Mickey ist an der Reihe. Beschwört sein. Oh fuck, Digga. Ich glaube, ich muss Dorian doch einstellen als Cutter, dass er ab und zu einfach Videos macht. Ich möchte aber ganz kurz nochmal etwas hervorheben. Wollen wir bei Holger, wir könnten das Ganze ignorieren? Oder wir lesen einfach, dass Holger jedoch den Stream übernimmt, kann er bis zu 5000 Gegner auf einmal in Transe. Ne? Also hier muss ein C hin, aber Transe ist natürlich auch ziemlich strong. Ziemlich strong. Beschwört Cybermog Taserface als Spitz. So, Cybermog Taserface Honigdachs. Cybermog Taserface ist sehr wendig. Seine Angriffe sind blitzschnell und unausweichlich. Wird er aggressiv, ist er unbändig. Seine einzige Schwäche sind Kohlenhydrate, vor allem Franzbrötchen. Gegen seine Erzfeinde Sluffy und Trimix ist er sehr aggressiv. Spezialbeschwörung von der Hand im Angriffsmodus. Dann spielt er die Zauberkarte Heavy Sniper. Die Heavy Sniper ist in Kombination mit Cybermog Taserface brandgefährlich. Sie verleiht ihm 6000 Attack extra. Wird sie doppelt gespielt, ist Cybermog unaufhaltbar. Heavy Sniper. Bin ich brandgefährlich. Dann greift er Dorian mit demütig wendigem Schuss an.
Dorian verliert. Setz dich hin! So, und dann halt zum Schluss nochmal, Dorian, ich liebe Slaffen 5, schreibt er. Guck mal, Dorian, warum hast du so ein YouTube-Video hochgeladen? Was soll das? Schau das jetzt an. Ich guck's mir doch nicht an, das ist eine Cutter-Bewerbung. Nie. Ja, werde ich eine Cutter-Bewerbung angucken, niemals. Natürlich auch den allen Leuten, die Sendung sehen, zu empfehlen, ist halt, wenn die auf abturnen wollen. Boah, nee! Oder du Zahnex hier. F für die Oma. Das war's. Ich guck's mir doch nicht an. Liebe in Chat für Dorian.